Ja, ich richte es aus. Bitte. Wiederhören. War das für mich? Ja, das war Cosima Saalfeld. Ich soll dir ausrichten, dass ihr morgen einen Termin bei der Bank habt. Was ist das denn für ein Termin? Ach, das ist, ja, wie soll ich sagen? Du weißt, dass die Bank mich als Direktor abgesetzt hat. Ja, wegen Lukas Mutter. Sie hat sich das nun anders überlegt. Und was heißt das? Charlotte hat sich ein paar grobe Schnitzer geleistet. Wir können vom Glück sagen, dass wir noch unter den 20 besten Hotels stehen. Aber hier ist doch alles gut. Ja, weil es ein paar Leute gibt, die auf die Finger gucken. Und das sind du und Cosima Saalfeld. Deswegen gehen wir morgen zur Bank, damit ich wieder als Direktor eingesetzt werde. Du machst mit ihr gemeinsame Sache? Ich sorge dafür, dass das Hotel keinen Schaden nimmt. Außerdem haben wir es Cosima zu verdanken, dass wir noch unter den 20 besten Hotels sind. Werner, lass dich nicht von ihr einwickeln. Sie benutzt dich nur. Sie benutzt alle Menschen. Sie sucht immer nur ihren Vorteil. Das muss einfach klappen. Wer nimmt denn schon seinen Laptop mit in die Sauna? Ich bin aber doch froh, wenn das alles vorbei ist. Hast du den Generalschlüssel? Herrn Sonnbichler von der Rezeption gemopst. Manche Sachen verlernt man eben nicht. Dass der bitte morgen wieder rechtzeitig an seinem Platz ist, gell? Keine Sorge, wenn es klappt, ist heute Abend alles vorbei. Der USB-Stick? Da ist ein Programm drauf, damit knackst du jeden Computer. Dann schnell rein, Fotos löschen, raus, fertig. Nee, am besten ist, du löscht die gesamte Festplatte. Ja, das ist sicherer. Ich finde das ein bisschen hart, ihr habt doch auch wichtige Daten da drauf. Der Plan für einen Weltfrieden? Ich finde das unerträglich, dass du wegen ein paar Bildern jetzt zum Kriminellen wirst, wirklich. Glaubst du, mir macht das Spaß? Das mussten du dich auch immer so provozieren lassen. Ja, ich hätte doch nichts anderes tun können. Jimmy und seine Kumpels, die waren auf Streit aus. Weiter gehen, weggucken. Komm, hör auf, streiten bringt jetzt auch nichts mehr. Wir müssen schauen, wie wir da rauskommen. Oh, Bens Plan wird funktionieren. Ja, Ben? Gut gemacht. Läuft alles nach Plan. Sag mal, solltest du nicht lieber ins Bett gehen? Ich rühre mich nicht von der Stelle, bis du wieder hier bist. Bleibst du heute Abend bei ihr? Klar, kein Problem. Sie bekommt bestimmt Fieber. Ich brauche keinen Babysitter. Außerdem habe ich auch kein Fieber. Mir wird höchstens heiß bei dem Gedanken, dass du kriminell bist. Also echt. Ich bin nicht kriminell. Ich helfe nur meiner Schwester. Das ist was ganz anderes. Nein, wenn ihr erwischt werdet, dann seid ihr Diebe und nichts anderes. Wirklich. Also heute Morgen hast du Fitness gemacht. Zum Mittag warst du joggen. Und jetzt trainierst du anscheinend für die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Langsam mache ich mir Sorgen. Jeder geht mit seinen Problemen anders um. Du frisst sie in dich rein und ich power mich aus. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Schenkst du mir auch ein Wasser ein, bitte? Ja, gerne. Zum Beispiel Ablenkung. Apropos, ich habe vorhin die junge Dame, die wir gestern auf dem Tanzfest kennengelernt haben, wieder getroffen. Mia? Mhm. Ja, die ist jetzt im Hotel. Ja, eine süße Maus, hm? Zufall, dass sie hier ist? Ich glaube nicht. Die baggert mich ganz schön an. Hm? Brauchst du sturmfreie Bude? Bestimmt nicht. Was ist los mit dir, Lukas? Ha? So kenne ich dich gar nicht. Du lässt etwas anbrennen? Ich habe keine Lust auf sowas. Ah, Sushi. Ich verstehe es auch nicht. Früher wäre das anders gewesen. Mahlzeit. Mahlzeit. Naja, Sandra kannst du dir anscheinend nicht so leicht aus dem Kopf schlagen, hm?
Ganz schön blöd, sich so eine Gelegenheit entgehen zu lassen, oder? Naja, ich bin mir sicher, die hübsche Dame wartet nach wie vor unten an der Bar und hofft, dass du irgendwann vorbeikommst. Sie wird schon mit anderen finden. Bist du dir sicher? Ich glaube, ich brauche frische Luft. Kräutertee. Mit Honig oder Zucker? Koko. Ach, Zucker. So. So, jetzt zeig mal her da. Ha, siehst du? Habe ich doch gewusst, du hast Fieber. Am Abend steigt die Temperatur immer, Katja. Das hat nichts zu bedeuten. Soll ich nicht doch lieber Dr. Niederbühl anrufen? Was spinnst du eigentlich? Auf gar keinen Fall, hörst du? Mensch, Tanja, du hast einen Job, du hast ein Kind, du darfst es nicht drauf ankommen lassen. Wenn Nils nach Hause kommt, dann schlafe ich durch und morgen sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Und wenn du dich da mal nicht täuschst. Ey, Wahnsinn, du bist so eine Glucke. Du hast nur ein schlechtes Gewissen, weil du meinen Mann dazu zwingst, was Kriminelles zu tun. Das stimmt überhaupt nicht. Am liebsten hätte ich es nämlich selber gemacht. Aber ich habe halt Angst um dich, das verstehe ich auch. Das gefällt mir trotzdem nicht. Hä, was hast denn du vor? Ich habe keine Lungenentzündung, ich habe eine Erkältung. Ich schaff's ins Bad, ohne gestürzt zu werden.